Servus ihr Lieben, ich mache heute mit euch ein mediterranes Cordon Bleu mit dem Prosciutto Crudo von Abraham und wie ich das genau mache, zeige ich euch jetzt, also kommt mit. Als erstes bereite ich meine Panierstraße vor. Als erstes gebe ich Mehl auf einen Teller, auf den zweiten Teller kommen Eier, ein Schluck Sahne und Salz, das Ganze wird dann verquillt und auf den dritten Teller gebe ich Paniermehl. Nun bereite ich mein Fleisch vor, es wird von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Und dann drapiere ich auch schon mein Prosciutto Crudo auf meinem Schnitzel sowie Grillkäse. Das Ganze wird einmal umgeschlagen und durchläuft jetzt meine Panierstraße. Zuallererst wird es in Mehl gewendet, anschließend in meiner Eimasse und zu guter Letzt in Paniermehl. Mein Tipp, das Paniermehl nicht so fest andrücken. Jetzt gebe ich mein Öl in die heiße Pfanne und sobald es heiß ist, gebe ich mein Cordon Bleu da rein. Jetzt wird das Ganze schön angebraten bei mittlerer Temperatur. Und in der Zwischenzeit bereite ich mein mediterranes Gemüse vor, bestehend aus Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini und Paprika. Alles wird in mundgerechte Stücke geschnitten und wird nun scharf in Olivenöl angebraten. Das Ganze wird dann nochmal gut gesalzen und gepfeffert und mit etwas Thymian veredelt. So können wir es einmal durchschwenken, das Cordon Bleu einmal gewendet und dann geht das Ganze auch schon ans Anrichten. Das hier einmal mein fertiges Cordon Bleu mit dem Prosciutto Crudo gefüllt und mein mediterranes Gemüse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.